Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die Überraschung zu Dr. Victor irgendwer gebracht. Furcht, Angst und Schrecken haben dazwischen gefunkt. Die sind wir jetzt am Jagen. Und an dieser Stelle machen wir natürlich weiter und betreten Oogie Boogies Reich. Ich wusste, dass Oogie Boogie dahinter steckt. Ja, der cleverste ist unser Jack nicht unbedingt. Also ich bin gerade am überlegen, sollen wir nach unten gehen vorher? Weil unten gibt es doch das ein oder andere zu finden. Aber nö, wir können auch direkt oben bleiben. Hier ist übrigens, glaube ich, Simba gar nicht mal so schlecht. Denn ihr seht es gerade, hier ist ganz, ganz viel am Rumfliegen. Das soll uns natürlich dazu animieren, runter zu jumpen. Und ich möchte nicht runterjumpen. Ich würde eigentlich direkt gerne hoch zur Turmspitze, ohne jetzt hier doppelte Wege in Kauf nehmen zu müssen. Müssen wir das? Nee, müssen wir nicht. Und wir kommen sowieso später unten nochmal an. Also von daher passt das. Oha. Simba, benimm dich, helf mir. Dankeschön. Hast du das schon? Er ist heavy, Alter. Er ist einfach heavy. Könnt sagen, was er wollt. Du, der kennt da keine Gefangenen, der König der Löwen. Zu Recht König. Was ist denn jetzt los? Och, einer lebt noch. Wo ist er denn jetzt? Ne, jetzt ist er... Hä? Egal. Spiel verwirrt, Wish ist auch. Übrigens, hier gibt es ganz, ganz viele Schatztruhen und ganz, ganz viele abgezweigte Wege. Aber ich denke mal, die beachten wir jetzt erstmal nicht, denn... Ja, das können wir im Chaos-Modus ein bisschen begutachten und untersuchen, wo doch die restlichen Schatztruhen sind. Das passt schon, das muss jetzt nicht sein. Das meiste... Wir können sowieso jetzt an das meiste nicht heran. Die Leute, die K1 schon kennen, wissen, was ich meine. Mit Chaos-Mode. Aber alles später. So, dem Teil machen wir mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Dem Teil machen wir jetzt mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Danke, Sora. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, nicht wahr? Jack? Ups. Nicht wahr, Jack? Boah, bist du ein Langer. Ja, er ist, glaube ich, an... Oh, da ist ein Trio-Tech. Bringt uns nur nichts, weil wir Donald nicht dabei haben. Ich glaube, er ist an... An wem war er nochmal angelehnt? Jetzt kommt mir nicht mit, er ist von Slenderman angelehnt. Der Slenderman ist lustigerweise, glaube ich, an Jack sogar angelehnt. Und Jack ist halt an den schwarzen Mann angelehnt. Also an den ursprünglichen schwarzen Mann, der euch Albträume bereiten sollte in eurer Kindheit. Wenn ihr so in den 80ern, 90ern und den besten von heute geboren seid. So, da ich jetzt nicht für den Scheiß extra Simba rufen möchte, machen wir es erstmal so. Ich glaube, manche Tore öffnen sich hier auch erst später. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es hier einiges an Schatztruhen zu verdeppeln. Und die will ich natürlich nicht verdeppeln. Oh. Wisst ihr was? Wir rufen jetzt mal niemanden, weil ich sterbe. Wo sind eigentlich Goofy und Jack gewesen, Alter? So, und da stehen wir wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Musste mal eben wieder hochlatschen. Aber ich bin nicht runtergefallen. Das könnt ihr mir jetzt nicht vorwerfen. So, Bambi, komm mal her hier. Bambi ist nämlich sehr cool. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was Bambi kann. Ist jetzt nicht so, als wenn wir es hier unbedingt brauchen würden. Aber ich habe jetzt mal hier einfach mal eine Möglichkeit gesehen, auch Bambi mal zu rufen. Na, Bambi. Denn Bambi, wie wir schon gelesen hatten in Jiminys Tagebuch, kann uns Items zum Teil spawnen lassen. Und, aua. Und, was viel interessanter ist, ihr seht das gerade, er besorgt uns die ganze Zeit MP-Kugeln. Jetzt können wir natürlich diese MP-Kugeln ein bisschen nutzen, um hier mit Blitz den Gegnern hier ein bisschen einzuheizen. Oh, wer hat mich denn jetzt schon wieder abgeknallt? Voll ins Kreuz, du Sau! So, nochmal auf ein neues. Jetzt zeige ich euch, wie es wirklich geht. Da schießt er mir eiskalt ins Kreuz. Ich fass das nicht. Ja, ihr merkt das. Die Viecher sind richtig nervig, die fliegenden Gargoyles. Weil sie doch einiges an Power haben. So, wir haben aber jetzt auch einiges an Power. Dank dem Herr der Wälder. Der König der Wälder. Es tut mir leid, ich möchte hier niemanden seinen adligen Rang absprechen. Herr von und zu Reh. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. So, komm Bambi, gib noch ein bisschen Gas, damit ich dich hier hinten habe. So, warum benutze ich die MP eigentlich nicht für Aero? Das ist eine sehr gute Frage. Alter, das Spiel ist hier komplett am Lecken. Aber ihr merkt, Bambi ist top. Also, wenn ihr den, an den richtigen Stellen benutzt, ist der wortwörtlich... Ups, das wollte ich nicht.
euer bester Freund. So, noch schnell die MP und wir haben wieder volle MP. Also, top, top. Bambi, ich sag ja, Bambi und Tinkerbell sind eigentlich die Beschwörungen, die ich immer am meisten genutzt habe. Wobei ich sagen muss, also hier in der Urfassung, Simba haut hier auch gut rein. Von wem man ein bisschen enttäuscht sein kann, ist momentan der gute Genie. Er hat uns ja ein bisschen eiskalt im Regen stehen lassen. So, hier ist auch erstmal wieder Feierabend. Jetzt muss ich aber trotzdem ein bisschen mehr aufpassen. Da oben ist eine Kiste, aber da komme ich leider noch nicht ran. Wenn ich da jetzt probiere ranzuspringen, werde ich nämlich runterfallen. Das sehe ich nämlich jetzt schon. Das heißt, alles erst in Chaos-Mode holen. Wir werden jetzt erstmal weiter hier die Klippe besteigen. Damit wir hier in dem Part auch noch mal ein bisschen was reißen, ne? So, mit Blitz kommt man, mit Blitz Ra kommt man hier eigentlich ziemlich gut weiter. Da braucht man sich ja auch nicht groß in irgendwelche Kämpfe verwickeln zu lassen. Wäre jetzt auch eine gute Möglichkeit, nochmal Simba hier zu rufen, aber einfach mal drauf geschissen. Ist halt nur ein bisschen nervig jetzt natürlich, wenn die Items fallen lassen, dann steht man da natürlich am Ende blöd da. Aber kann uns ja jetzt erstmal egal sein. So. Ja, ich gebe dir gleich na. Ihr merkt das, ne? Ich weiß nicht, ich feiere Simba einfach zu sehr. Ich guck mal gerade, ob ich mit Simba die beiden drei Flitzpiepen hier besiegen kann. Weil eigentlich sind die einfach nur nervig. Die rennen jetzt wie bescheuert durch die Gegend und rempeln euch an. Und eigentlich müsste das mit Simba ja top gehen. Wenn du mit Simba dauernd hier sammeln spamst. Ich teste das jetzt einfach mal. Lass mich ein bisschen testen. Ja, wirklich viel abziehen tut das nichts. Ne? Wobei, wir treffen natürlich alle drei immer sofort. Ich würde ja mal... Naja, wirklich viel bringt das nichts. Ich meine, man kann es jetzt dauerhaft spammen. Wobei, wenn man es aufladen lassen würde, würde es wahrscheinlich ein bisschen mehr bringen. Oh, das dauert hier immer, die loszuwerden. Ne, da ist wahrscheinlich Bambi einfach eine größere Hilfe. So, weil mit Bambi können wir dann MP behalten. Und mit den MP können wir dann schön Aero machen, dann können wir draufkloppen. Das passt schon. Ja, aber sagt nicht, ich habe euch die Beschwörung nicht in aller Ausführlichkeit gezeigt, Freunde. Sagt das nicht. Oh. Das ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Ah, so, da sind wir wieder. So, jetzt zeige ich es euch, wie ich es eigentlich machen wollte. So, wir rufen Bambi. Also, ich merke das. Ich habe es nochmal beim Hochkämpfen gemerkt. Immer wenn ihr eine Beschwörung macht, dann nutzt der Gegner die Zeit wirklich schon mal, um euch anzugreifen. Jedes Mal, wenn ich aus einer Beschwörung rauskomme, kriege ich einen auf die Fresse. Es ist wirklich so. So, jetzt können wir nämlich das nutzen. Erstmal, um Schutz zu bekommen. Darum geht es mir eigentlich am meisten. Und natürlich um Sonic Blade zu benutzen. Das ist ein Bambi jetzt. Habe ich den wieder aus Versehen weggeschickt oder was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war er leer. So, zack, 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 zack. So, und Sonic Blade, wirklich kein Problem. Na komm. Ja, das passt ja. Bambi hat ja seinen Job getan. Ich habe hier genug MP-Kugeln gehabt. So, damit Feierabend, ey. Darf man hier noch nicht mal rumtesten auf Profi? Wir haben nur Befehle ausgeführt. Oogie Boogie hat uns befohlen, das Herz zu stehlen. Daran ist allein Schrecken schuld. Es war seine Idee, Oogie Boogie von dem Herzen zu erzählen. Ja, genau. Aber ihr habt doch gesagt, du solltest dich schämen. Wow, das ist Zusammenhalt, wie er im Bilderbuche steht. Wie er im 100-Morgenwald-Bilderbuch steht. Ja, genauso ein Zusammenhalt ist das, ne? Ne, mein lieber Puber. Level 38. Haben wir einiges an Level gut gemacht, seitdem wir das letzte Mal gespeichert haben. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir das Herz irgendwie vom Oogie Boogie Mann irgendwie zurückbekommen. Dafür aktivieren wir hier diesen Hebelchen. Vergessen die meisten gerne. Das ist ja so das Gemeine an dieser Welt. Und, ich bin gerade am gucken, ne, dann können wir eigentlich das Haus wieder verlassen. War hier nicht noch eine Schatzkiste mit Welpen? Ne, war nicht. Okay, gut. Dann verlassen wir jetzt erstmal das Haus. Denn durch diesen Hebel haben wir etwas in Gang gesetzt. Ihr seht nämlich, jetzt bewegt sich hier alles.
Das ist eigentlich nur ein Bug, achtet da nicht drauf. Sondern ich glaube, jetzt sind nämlich die Tür unten ist offen. Genau, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo war hier nochmal der Abstieg? Hier gab es eine Möglichkeit, hier gut runterzukommen. Ich glaube, hier war das, ne? Ne, hier ist erstmal eine Kiste. Die nehmen wir erstmal mit. Das ist einer dieser Kisten, von denen ich euch schon erzählt habe, die so abseits stehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt müssten auch hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier bloß aufpassen. Ihr wollt euch hier nicht runterschubsen lassen. Das ist das Nervige an dieser Welt. Oh Gott, oh Gott. Das finde ich zum Beispiel viel nerviger als in Atlantica, wenn ihr runterfällt, sich dauernd hochzukämpfen. Na Jack, backst du rum? Macht Spaß? Finde ich gut. Keine Ahnung. Boah, vor allem in der PS2-Version backt die Kamera hier sehr, sehr gerne rum und tut, worauf sie gerade Lust hat. Ich muss das gerade mal gucken. War das schon hier der Spalt, wo wir rein müssen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ihr seht das, die Kamera macht sich selbstständig. Ich bin das nicht. Oder müssen wir doch jetzt erstmal nach ganz unten? Ich glaube, wir müssen jetzt doch erstmal nach ganz unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich muss gerade wieder aufpassen, dass ich nicht vorgreife wie in Atlantica. Ja, tschüss, Alte. Aber das ist mir gerade ein bisschen egal. Items kann man nachfarmen. Meine Geduld nicht. War das hier jetzt? Auf jeden Fall hier irgendwo weiter runter ging es dann. Boah, das ist auch im Final Mix alles viel, viel übersichtlicher. Einfach, weil man eine Übersicht hat. Ich glaube, wir müssen jetzt echt erstmal ganz runter. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal ganz runter. Dann gucken wir uns mal den Boden an. Dann passt das. Dann muss ich hier von hier unten sehen, wo es jetzt erstmal lang geht. So, jetzt geht's erstmal gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal Gegner killen en masse. Goofy, gib mir mal ein P. Danke. So, und weil hier noch mehr Gegner spawnen. Oder? Weil hier noch mehr Gegner spawnen. Spawnen hier nicht noch mehr Gegner? Nö. Spawn nicht mehr Gegner. Hm. Tatsache. Ich scheine, kommen wir von hier auch nicht hoch. Ne, dann bringe ich das auf jeden Fall durcheinander. Gut, dann müssen wir erstmal mit der watschelnden Badewanne wieder hoch. Müssen wir jetzt ins grüne Tor schon rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber eigentlich müssen wir jetzt schon ins grüne Tor rein müssen, damit wir den Bosskampf triggern können. Ja, da unten. Ihr seht es gerade von hier. Das grüne Tor, da müssen wir runter. Ich hoffe, dass wir da jetzt schon runter müssen, sonst greife ich, wie gesagt, wie immer vor. Oh Gott, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr richtig landet, ne? So, dann haben wir ein bisschen abgekürzt. So, wenn wir denn hier schon rein müssen, Folterkammer, netter Name. So, hier kann ich auch ein bisschen Sonic bladen und ein bisschen Donner schlagen. Wir sind, hier gibt es ein Donnerwetter, Freunde. Aber müsste hier gewesen sein. Ja, genau. Die Tür haben wir geöffnet. Oogie Boogie, gib mir das Herz wieder. Du willst es haben? Dann komm doch her und hol es dir. Wollen doch mal sehen, ob sie mir folgen. So, ihr Herzlosen! Ist das alles? Niemand will mir gehorchen? Niemand? Nein, die Niemande gibt's noch nicht, mein Freund. Die kommen später erst. Hör auf zu spoilern. Autsch! Vielleicht wäre das ja kleines Foreshadowing. Ich weiß es ja nicht. So, erste Phase vom Boss. Das ist ein ziemlich geskripteter Bosskampf. Im Endeffekt geht's darum, wir spielen jetzt ein bisschen Roulette mit unserem Oogie Boogie Mann. So, zuerst die Gegner hier weg. Die sind nämlich am Aua nervigsten, wenn uns die Würfel mal nicht treffen. So, im Endeffekt, ihr seht, er läuft da oben rum. Und wir müssen... Kamera... Ich muss Oogie Boogie sehen, Alter, sonst kann ich mich für keine Plattform entscheiden. Im Endeffekt müssen wir ihn den Weg abschneiden, während er da oben rumrennt. Das tun wir, indem wir uns auf die passende Plattform des Glücksspielrates stellen. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Und damit... Wie funktioniert das hier gerade nicht? Ja, super, jetzt ist es deaktiviert. Boah, die Kamera, die funktioniert hier auch gar nicht. So, jetzt. Hier muss sie ihn anvisieren dafür. Wie gesagt, in dem... Aspekt müssen wir uns dann... Aua!
einfach auf die Plattform stellen, um ihn im Weg abzusperren, während er da fleißig Würfel am Würfeln ist. So, seht ihr, jetzt habe ich mich hier drauf gestellt, jetzt ist abgesperrt bei ihm. Jetzt können wir hochgehen, aufpassen, er wird sich trotzdem ihm auf die Fresse geben. Und wenn wir dann unten wieder landen, da können wir nichts dran ändern, er wird uns so oder so runterschmeißen. Dann wird er jetzt erstmal Würfel würfeln. Und je nachdem, was er würfelt, sieht dann seine Attacke aus. So, jetzt haben wir auch die Erklärung. Die Würfel könnt ihr auch indirekt nicht beeinflussen. Doch ein bisschen, ihr seht es gerade, ihr könnt die zurückschlagen. Aber das war's dann auch. Jetzt hat er zum Beispiel Herzlose gewürfelt. Das eine Mal habt ihr gesehen, hat er eine Kettensäge gewürfelt. Also, ne, ich denke mal, ihr habt das Konzept verstanden. So, lasst die Würfel rollen. Boah, Leute, ich werde so viel schneiden müssen hier in diesem Part. Es ist schlimm, ja. Ich unterschätze jetzt gerade ein bisschen, wie schnell man hier trotzdem stirbt. Gerade von den Herzlosen. Weil hier ab Oogie Boogies Folterkammer hier mal wieder das Damage-Verhalten komplett hart... Also der Hebel wurde wieder hart angezogen. Hallo, Kamera. Die Kamera hier ist im Original wirklich, wirklich grausam, Alter. Bis ihr den mal zu fassen bekommt. Im Anvisieren. Das kann echt eine Zeit lang dauern. Deswegen eigentlich empfehlenswert, ihn dann erstmal nicht mehr aus dem Visierpunkt rauszulassen. So, ich heile mich mal, dass Goofy mir wieder MP zuschmeißt, sobald er kann. So, die Würfel... Ja. Habe ich probiert zu beeinflussen. Ja, super. Jetzt gibt es die Sichel. Die ist eigentlich mit am fiesesten, weil sie den meisten Damage verursachen kann. Ja, wobei, auf Profi sind die Herzlosen wahrscheinlich gefährlicher. Also, ihn wieder anvisieren. Zack, wieder hoch. Aber ich denke mal, ihr habt das Konzept verstanden. Immer aufpassen, wenn ihr zu ihm hoch wollt. Er probiert euch direkt erstmal zu Bitch-Slappen. Das solltet ihr eventuell nicht zulassen. So, heilen. Goofy? Ah, der ist tot. Er sollte mir ein bisschen MP gleich mal zufächern. Der gute alte Goof. Eine 6, das gibt Herzlose, aber zum Glück nicht die fliegenden Typen. Und jetzt können wir hier wieder Aero benutzen. Alter, guckt euch das an. Im Vergleich zu den Herzlosen hier am Anfang, wie der, Damage wieder ausgeteilt wird. Da muss ich mich jetzt auch wieder sofort dran gewöhnen hier. Das geht ganz schnell. Achtung. Er hat keinen Bock mehr, oder was? Was hat er gerade gesagt? Gibt es hier nicht keinen Bock, Goofy? Wir brauchen dich. Du bist der wichtigste Teil im Team. Aber sag's Donald nicht. Einfach, weil ich's kann. Und einfach, weil Goofy, wenn er gleich wach ist, uns wieder mit MP zuballern kann. Super. Autsch. Autsch. Goofy? Goofy? Warum gibst du Jack und nicht mir? Na super, jetzt hat er seine MP alle auf Jack geballert. Ah, Goofy, ich nehme alles zurück. Du bist und bleibst ein Trottel. So, komm, letzter Tanz, du alter Sack. Go, Baby, come on. Da sind die echten Würfel. Ah, ich schaff's aber auch nie, sie beim Rollen. Da ist der Rotator komplett kontraproduktiv bei der Stelle hier. Ach du Scheiße, ein Dreierpasch. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Er darf wahrscheinlich nochmal würfeln, oder? Was macht er jetzt? Ey, ich frag mich, was er jetzt tut. Was tust du? Er heilt sich. Klasse! Das habe ich jetzt noch gebraucht. Zieh den Part noch mehr in die Länge, Kollege. Boah, das war knapp, Alter. Da hätte ich eventuell warten sollen. Ach, egal, bringt ihn nichts. Er ist trotzdem down. Spiel, Satz und Sieg. Das Herz war letztendlich doch eine Fehlkonstruktion. Heiligen Ring erhalten. Anzim Bericht Nummer 7.
Ja, Freunde, das ist der Chaos-Mod, von dem ich ein paar Mal schon geredet hatte. Wow, wieso ist er plötzlich so groß? Seht doch, er ist randvoll mit der Macht der Dunkelheit. Oogie Boogie zieht Kräfte aus diesen dunklen Kugeln. Also müssen wir diese Dinger vernichten, oder? Ja. Das ist Chaos pur. Auf geht's, Freunde. Ein bisschen Zeit haben wir noch und nehmen wir uns hier noch. Ach du Scheiße. Ja, im Endeffekt müssen wir diese Dunkelheitspickel, die um Oogie Boogie herumgewachsen sind. Er ist jetzt sozusagen sein eigener Turm. Ist jetzt sozusagen sein eigenes Zuhause. Winnie Pooh wäre ein großer Fan von ihm. Der hat's vorgemacht, der hat's nachgemacht. Ja, wenn man weiß, wo die Pickel sich natürlich befinden, kann man das alles um einiges beschleunigen. Die Pickel selber sind noch nicht mal das Problem. Ich rate euch übrigens, wenn ihr anfangt, hier die Dunkelheitspickel anzugreifen, benutzt unbedingt Aero, denn die Dinger wehren sich. Hier bei den ersten ist das auch noch gar kein Problem hier unten. Aber je weiter nach oben wir kommen, desto stressiger wird's und natürlich kriegen die Pickel auch aktive Hilfe, während wir aktive Sterbehilfe leisten in Sachen Schutz. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das hier? 4 oder 5, ne? Ja, oder es passieren halt solche dummen Sachen, ne? Das kann alles hier sehr, sehr nervig werden. Ich glaube, Bambi kann uns hier auch nicht wirklich helfen, weil er sowieso immer runterfallen würde. Oh, Sora, komm. Da kommst du hoch. So, zack, nächster Pickel kaputt. Also, es ist wahrscheinlich auch nicht falsch, wenn ihr die obersten Pickel zuerst killt und danach anfangt, die unteren zu killen, weil ihr oben einfach viel eher sterben werdet. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ihr habt es gerade in der... Meine Fresse! Ihr habt es gerade in der Cutscene schon gesehen, dass er da oben so Feuerkäfige hat, die er hin und her schwenkt. Die können ein richtig dickes Problem darstellen, wenn ihr da oben probiert, die Pickel zu zerstören. So, ja, dann machen wir es halt eben so. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! So, hier, das ist auch noch kein Problem. Ja, trotzdem noch ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ich glaube zwar nicht, dass wir es noch in diesem Part schaffen, aber... Hey, ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Da sind diese Feuerkäfige. Die sind ein richtig dickes Problem. Deswegen benutze ich jetzt einfach mal den Donnerschlag. Die auch einfach so leicht. Und ihr seht's, die Pickel selber greifen auch noch mit der Dunkelheit an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Gott, die Kamera! Warum zum Geier geht die denn jetzt zurück? Oh Gott. Leute, das ist ein Arschkrampf hoch 10. Also da fängt man an, die Final Mix Steuerung echt zu lieben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt sind wir ganz oben. Hatte er nicht hier unter den Achseln irgendwo noch einen? Ich weiß, sehr appetitlich. Goofy? Ja, Goofy ist tot. Ja. Das könnte ein Problem darstellen, dass Goofy tot ist. Oh, Jack. Danke für die Rettung. Komm schon, mach platter. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier alle? Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie viele es waren. Also unten fehlt uns auf jeden Fall noch einer. Das weiß ich. Aber ob wir jetzt hier oben alle haben, ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir müssten hier... Boah, ich muss hier runter. Ich muss hier runter, Mann! Weg, 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 weg. Hier fehlt auf jeden Fall hier hinten uns noch einer. War der hier? Irgendwo an der Schräge. Fehlt uns noch einer. Ne, hier war das nicht. Dann war der auf der anderen Seite. Ah, Freunde, Freunde. Ich sag ja, wenn ihr nicht wisst, wo die Dinger hier sind, dann kann das eine richtige Tortur werden. Das macht den Boss so nervig für viele. Was ich auch verstehen kann. Wobei ich ihn halt nie nicht wirklich als eigenen Boss bezeichnen würde, wenn ich ehrlich bin. So, Aero drauf. Da haben wir den Pickel beim Runterfallen schon gekillt. Eigentlich müsste der hier irgendwo sein. Da ist er. Oh, komm, ich hoffe, das ist der letzte. Komm schon. So, nee, ist nicht der letzte. Das heißt, wir müssen nochmal hoch. Klasse, das wollte ich vermeiden. Oder? Hier unten haben wir wirklich jetzt alles auf der Schräge, ne? Ja, müssen wir. Dann müssen wir nochmal hoch. Dann ist irgendwo oben am Kopf noch einer. Das habe ich mir schon fast gedacht. Die Panik, die hatte ich schon.
Oh, komm hoch hier. Ach, scheiße. Aber soll ich euch mal was sagen, Freunde? Nach oben werden wir wohl erst in der nächsten Folge kommen. Ob wir das schaffen oder ob ich hier noch sterbe und ausrasten werde, das seht ihr das nächste Mal. Ob Goofy irgendwann nochmal wach wird, um mich zu heilen, seht ihr auch das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Haltet mir die Hand dann. Guck mal, ich kann jetzt mehr Accessoires tragen. Wie toll ist das denn? Jetzt müsst ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschalten. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts. Bis dahin, Freunde, haut da rein. Oh Gott, euer Wishes.